So, da sind wir auch schon wieder mit einem neuen Part von Let's Play Darkwing Duck. Im letzten Part haben wir die Stadt hinter uns gebracht und wollen nun ab runter in die Kanäle, weil sich dort der Liquidator aufhält, dieser Wasserhund, der auch zu den fürchterlichen Fünf gehört. I just got an SOS call from the sewers. Ja, klar, genau. Liquidator is on the loose. Do you want to go there? Ja, klar. Ja, dieses Level hat sehr eigenartige Gegner dafür, dass es eine Kanalisation ist. Und der fliegt da endlos lange hin. So, I am Darkwing Duck, ja. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der... Sagt er denn nicht sogar einmal, der jede Joghurtkultur zum Leben erweckt oder so? Meiner gab es sowas. Ja, das ist eine scheiß Position von denen. Eigentlich sind es leichte Gegner. Aber die haben halt... Je nachdem, wie die stehen, ist das ein bisschen blöd. Auf die Eier kann man eigentlich pfeifen. Einfach warten, bis sie weglaufen, so. Ja. So, perfekt. Ja, auf dieses Gas kann man eigentlich pfeifen, so. Da würde ich jetzt nur hinkommen, wenn ich dieses Pfeilgas-Zeugs da hätte. Ansonsten scheiße ich da einfach drauf. Ich weiß auch gar nicht, was da oben kommt. Hier muss man aufpassen, denn... Ja genau, hier sind Raben in der Kanalisation. Da kann man wieder einen sehen. Hier muss man aufpassen, so. Dass ich da davon mal treffen, so. Und wieder einen Raben erledigt. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Gegner hier im Level. Da oben ist einer, den kann man so fertig machen. Ich wollte mich eigentlich da oben festhalten. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das Gold oder so? Keine Ahnung. Jetzt ist da wieder ein Heinise. Perfekt. Und wieder ein Rabe. Raben und Krähen in der Kanalisation. Das ist totaler Quatsch. Aua. Perfekt. So, Goldbarren für uns. Kommt dann nochmal so. Genau so. Kille Fings da an, so. Lamm, Lamm. Warum sage ich Lamm? Den machen wir am besten von hier fertig, so. Weil dann fliegen die Dinger oder die Bruchstücke an einen vorbei und die Krokodile schnell erschießen, bevor sie einem zu nahe kommen, so. Das weiß ich ganz so gut, ne? So, perfekt. Da diese Kängurus schmeißen mit Bomben. Total aggressiv, die Viecher. Aber ist nicht so tragisch, finde ich. So, die springen einfach immer nur überall und überall drüber, ne? Das holen wir uns doch. Na, upsala, so. Springen wir einfach hier, dann müssen wir uns wegen dem Känguru da kümmern. So, perfekt. Und Runde. So. Schön, wieder volle Energie. Und hoch und hoch. Ja, Stachelfallen in der Kanalisation. Oder überhaupt so komische Stacheldinger. Weiß der Deibel, wozu das gut sein soll. Man weiß ja nicht mal, was das sein soll. Aber man muss da schließlich für irgendwelche... Etappen sorgen, so. So. Wir haben es aber gleich geschafft. Ich glaube, hier kommt da wieder mal so ein komisches Krokodil an. Geschissen, so. So, perfekt. Das brauchen wir nicht. Ich habe ja genug Energie. Das ist, glaube ich, genau mein Känguru gekommen. Aua. Ja, mit einem Leben, mit nur drei Leben zum Liquidator zu gehen. Nicht die beste Wahl, aber wir machen es trotzdem. So, da ist er auch schon. Ist eigentlich an sich auch kein wirklich schwerer Gegner. Man muss nur wissen, was man machen muss. Hui, da habe ich aber Schwein gehabt. Schön ausgewichen. Das Problem ist eigentlich nur, je nachdem, wie man ihn angeht, kann der dauern. Sollte jetzt aber nicht so das Problem sein, verflucht.
Mieser Liquidator. Arschloch, so. Ja, der ist wirklich einer der wirklich blöden Gegner in dem Spiel. Obwohl er eigentlich leicht ist, muss man ja sagen. Aber eigentlich ist der einfach, ne? Eigentlich sind die alle einfach, wenn man weiß, was man machen muss, ne? Und da haben wir ihn auch schon. Das war schön. Bumm. Job well done. Das hört sich eigenartig an, wie es fährt. Eigentlich brauchen wir das nicht zu sehen. Das ist eigentlich Quatsch. So, und da haben wir auch schon die nächsten drei Level freigeschaltet. We should we go now, Darkwing? Ja, das erfahren wir im nächsten Part, wenn wir uns in den Wald begeben. Und ich sag an dieser Stelle erstmal wieder ciao und sag bis zum nächsten Mal, Leute. Also, ja, ciao.